Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster. Ich bin immer noch ganz schön feucht, dass ich endlich wieder Planet Coaster zocken darf. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum das hier mit den Wegen nicht funktioniert hat. Endlich. So, das Haus hier lassen wir nochmal stehen, aber... Ja, das lassen wir auch stehen, aber die Schiffsschaukel könnte man eigentlich sogar auch stehen lassen. Aber die Wege natürlich nicht, die baue ich neu. So, warte mal. Also... Ich verstehe nicht, was das hier soll. Ich mach das mal weg. Camera free. So, das ist, glaube ich, was cooler. So, dann geht nämlich die Kamera nicht immer irgendwie... irgendwie rum. Jetzt müssen wir mal sehen. Den Weg hier, den mache ich, glaube ich, auch erstmal... weg. So. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. Und zwar muss man nämlich... Warte, den hier machen wir auch nochmal weg. Komplett. Ja, es ist, wie gesagt, es gibt ja den Demolish Mode, der ist aber leider noch nicht aktiv, deshalb müssen wir es momentan noch so machen. Bisschen umständlich noch. Vor allem, wenn man gerade einen Weg hier am Bauen ist. So, das kommt alles nochmal weg hier. Den will ich auch weg haben. So. Und das kommt auch weg. So. Okay. Jetzt machen wir den hier erstmal weiter geradeaus. Dafür machen wir den Angle an. Den kann man lassen, wie man möchte. Und dann müssen wir natürlich noch breiter machen. 8 war der, ne, glaube ich. 8 Meter, dann machen wir was länger. So. Zack. Ja, müssen wir gucken, wie lang die Hauptstraße werden soll. So, machen wir erstmal so. Und dann verschiebe ich das hier doch nochmal. Das gefällt mir, glaube ich, so noch nicht so ganz. Also, das müssen wir ja nicht unbedingt drehen, das ist, glaube ich, bei dem relativ egal. Und zwar will ich das schon so nah wie möglich hier dran haben. Und dann kommt die Warteschlange. Space Entrance nochmal neu. Die kommt hier hin. Mal gucken, dass das so einigermaßen... Ja. Und Exit könnte man ja fast schon sogar einfach hier hin machen. Hier geht's nicht, aber hier geht's. Machen wir mal hier hin. So, und jetzt müssen wir die Queue adden. Und da können wir jetzt auch hier, wenn wir hier auf 90 Grad machen, kann man auch hier so eine richtig schöne, wie man das so kennt, so eine richtig schöne, normale Freizeitparks-Queue machen. So, und jetzt kommt es nämlich, hier hätte ich draufklicken müssen. Add Ticket Booth. Das kenne ich nicht, das gab es bei Rollercoaster Tycoon nicht. Aber hier muss man eine Ticket Booth bauen. Und das werden wir jetzt tun. Mal schauen. Ja, ihr seht, der ist nicht ganz gerade hier auf dem... Also, er zeigt nicht ganz gerade... Nee, das müsste ich nochmal neu machen. Warte mal, ich muss das mal hier so ein bisschen ausrichten. Es gibt halt, glaube ich, so in der Form jetzt keine Hilfslinien, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen muss ich hier gerade nochmal wegmachen. So. Der muss ein Stück weiter nach unten, der Entrance. So vielleicht. So, dann wieder eine Cube oder 90 Grad. Sehr gut. So, das ist gleich wieder schief, oder? Wieder schief. Egal. Jetzt lassen wir es so. So, und jetzt muss dieses Ticket Cube hier irgendwie noch ran. Das passt so nicht. Dann machen wir mal den hier weg. Verstehe nur nicht, warum. Ach, da war doch jetzt... Verdammt! Warte mal, jetzt machen wir einfach so. Stimmt, ich vergesse immer, dass wir Undo haben. So, nochmal anklicken. Place Entrance. So, jetzt müssen wir... Ganz ehrlich, so ist der doch relativ gerade, oder? Hier kann man sich aber auch nicht wirklich orientieren. Die Dinger, diese Pfähle hier, die sind ja auch nicht... Sind ja auch nicht unbedingt gleich. So, machen wir es mal gerade so. Ja, genau. Und dann können wir es einfach... Genau. Ich will es aber so weit wie möglich hier haben. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, und jetzt können die Leute auch damit fahren, wenn ich es denn aufmache. Sollen wir es aufmachen? Ja, ne? Machen wir es auf. Unser erstes Karussell, was auch läuft. Ein kleines Familienkarussell mit einer bösen Meerhexe obendrauf, die ihre Wurzeln um die Greifarme der Boote
Schlingen. Guck mal, wie sie reinstürmen. Heiliger Bimbam. Also ihr wisst ja, dass es noch keine Finanzen gibt. Das heißt, das ist hier momentan relativ egal. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass man noch nichts färben kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Normalerweise, das hier sind ja diese, ich zeig dir mal gerade, das sind ja diese Plastikwände. Wo sind denn die überhaupt? Weiß ich jetzt nicht. Bei Buildings, ne? Ja. Genau, das sind die Plastikwände. Hier steht Color Wall. Aber ich habe nicht rausgefunden, wie ich die, ob ich die jetzt schon irgendwie umfärben kann oder nicht. Das sieht natürlich jetzt hier blöd aus, weil der Shop an sich halt weiß ist. Deswegen würde ich sagen, diesen Shop werde ich auch nochmal neu machen. Bei Zeiten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal so ein bisschen hier noch um ein wenig Theming. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal ein paar Bäumlis hin. Zack, zack, zack. Was denn hier? Ja, guck mal. Ich kann sogar hier Bäume hinmachen. Das ist cool, aber das will ich gar nicht. Hier will ich noch welche haben. So. Da geht's los. Die erste Runde hier. Was es ja auch noch nicht gibt, sind Mechaniker, Parkmitarbeiter und sowas. Na gut, bis auf diesen Clown da. Aber ansonsten gibt's, glaube ich, noch nicht viel. Beziehungsweise gar nichts, glaube ich. Wird alles noch gemoked. Was ist hier noch? Ein Baum dazwischen? Hier gerne noch ein Baum, ey. Machen wir hier hin. Der ist Post. Der ist Post. Zack. 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 Mei, das sieht ja wunderschön aus. Findet ihr nicht? Ich finde schon. So, dann machen wir hier noch. Könnte man auch noch ein paar kleine. Das hier, das ist ja sowas Hängendes, ne? Das kann man jetzt noch nicht gebrauchen. Das könnte man hier. Kann man das bestimmt irgendwie dran machen. Was ist denn. Wo habe ich es denn jetzt hingemacht? Innen. Warte mal, undo. Seaweed. Ja, das ist irgendwas. Seaweed 3. Nicht sicher. Okay, jetzt machen wir gerade mal die Schiffschaukel noch. Die werden wir auch noch mal ein bisschen umplacen. Drehen kann ich ja jetzt auch. Apropos, das mit der Q, da muss ich mich noch bei, Moment, ich hab's mir noch aufgeschrieben, Mr. Chevron bedanken. Der hat nämlich unter meine Videos geschrieben, das mit der Q, wie das geht. Und er hat, ach stimmt, das wollte ich ausprobieren. Er hat nämlich geschrieben, weil ihr seht ja hier Coasters, das gibt's noch nicht. Aber es gibt einen Cheat, damit kann man es anmachen. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich unter den Leuten von, die Planet Coaster kennen und spielen, ist das wahrscheinlich schon bekannt. Das ist also kein richtiger Cheat mehr, aber man kann es schon anmachen. Die Entwickler haben es erstmal rausgelassen, ne, weil es noch nicht, es ist halt noch nicht ready, das der Coasterbau. Aber man kann es schon aktivieren und mal gucken, wie weit wir kommen. Das können wir gerne machen und man muss da eingeben, under construction. Und dann, zack, ist hier Coasters freigegeben. Und ihr seht schon, hier ist natürlich jetzt nicht viel, ja. Hier sind zwei verschiedene Tracks. Coaster Track for the Dead Drop, Equalizer, Gasm and Phoenix Cars. Oder eben für Anubis, Enigma, Lamia, Rage and Werewolf Cars. Also für verschiedene Zugarten. Und ja, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal hier unsere Schaukel. Und zwar will ich die. Warte mal. Die sind doch gerade, naja, so ungefähr. Yeah, machen wir sie mal so. So, Entrance ist okay. Exit machen wir hier hin. Okay, Q. Na, da möchte ich aber, glaube ich, jetzt relativ free sein. Ist, wenn ich das jetzt hier schon mache, dann. Warte mal. Das scheint sich zumindest noch nicht zu adden, richtig. Aber das ist auf jeden Fall tragisch.
Ich will nur, dass es einigermaßen aussieht, wenn ich ehrlich sein soll. Warte mal, machen wir nochmal weiter mit der Crew. Machen wir es mal so. Dann einigermaßen gerade, so. Und dann kütt da doch der Weg dran. Weg. Wo ist er? Wo ist er? Ah, die ist natürlich jetzt viel zu groß und viel zu lang. Also erstmal, warum kann ich jetzt hier, warte mal, jetzt nicht Length. So. Ja. Das ist noch manchmal ein bisschen hakelig. So. Und so. Das sieht doch gut aus. Dann können wir das Ding auch direkt öffnen. Hier kann man natürlich auch noch keine Farben einstellen. Schade, aber wird, denke ich mal, sehr bald kommen. Hoffe ich zumindest, weil das ist ja eigentlich jetzt nicht so schwierig, dass man da Farben machen kann, oder? Und hier das mit den Eingängen, ne? Da kann man natürlich jetzt auch was drum bauen. Und da wird es aber, denke ich mal, auch noch dann verschiedene geben, ne? Die sehen ja momentan alle gleich aus. Das wird, denke ich mal, nicht so bleiben. Zumindest hoffe ich das. So, bei Rollercoaster Tycoon haben sie ja immer hier bezahlt. Immer wenn sie das Geschäft quasi betreten haben, da wurde dann bezahlt. Aber ist schon cool, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal gerade, ob es ein paar hier Bamboo Torch. Ja, Bamboo passt ja eigentlich sogar ein bisschen hier zu Dings. Aber da gibt es da bestimmt auch noch Lantern Chain. Oh, hier so ein paar Lantern Chains. Jetzt muss ich drehen. Kommt, Leute, hier aufs Piratenschiff. Weiß auch gar nicht, ob ich die schon benennen kann. Nicht sicher. So. Bisschen Theming hier reinbringen. Das ist doch gut. Und so macht man sich dann auch langsam aber sicher mit der Steuerung ein bisschen vertraut. Das sind natürlich jetzt nicht alle richtig, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Das soll ja nur da ein bisschen nach Freizeitpark auch aussehen. Auch wenn wir noch nicht so viel machen können. Mit dem, was wir hier schon machen können, kann man auf jeden Fall schon mal was rausholen, würde ich sagen. Guck mal, da geht's schon los, ey. Das Schiff fährt schon. Ich weiß ja gar nicht, wer sich das ausgedacht hat mit nachts. Klar, es ist ganz cool so, aber kennt ihr Freizeitparks, die nachts aufhaben? Klar, es gibt Specials, jetzt sagen wir mal hier im Phantasialand. Jetzt manchmal Specials im Winter, die dann auch abends bzw. nachts aufhaben. Aber so generell. Oh, das ist doch cool hier. Eine schöne Queue gebaut hier. So, was können wir denn da noch bauen? Hier, eine Galeone. Ach, du riesen Scheiße, die ist aber ein bisschen groß. Fruit Cargo. Hier könnte man so einen kleinen Brunnen hinmachen. Ja, das Wasser, glaube ich, wird noch überarbeitet. Wenn es so bleibt, dann sieht das nicht so cool aus, muss man sagen. Aber ich denke mal. Was ist das da drauf? Kanonen, oder? Das ist doch cool. Piraten. So, aber ich denke mal, dass das halt noch bearbeitet wird. So, relativ mittig. Okay. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein Schiffswrack. Ja, ich denke mal, das kann man eher so im Wasser machen. Das sieht hier ein bisschen blöd aus, wenn da einfach so ein Schiffswrack liegt. So, und hier ein Totentyp. Ein Skelett in einem Käfig. So, hier können wir noch ein paar Kanonen da. Zack. Zack. Und was haben wir denn noch? Robot Rockskull. Oh, der ist aber auch riesig. Das müssten sie auch noch einbauen, so ein Verkleinerungsding. Dass man das alles ein bisschen verkleinern kann. Das wäre nicht schlecht. Hier, eine Papageienstatue.
Die sind halt auch noch nicht wirklich gefärbt. Das wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Die werden wahrscheinlich nicht so weiß bleiben. Hier können wir noch ein paar Barrels. So, was haben wir hier? Street Lamp. Skull Lamp Post. Dann bauen wir davon noch welche, würde ich sagen. Zack, zack. So ein bisschen Licht ist ja auch nicht schlecht. So, die sind ja auch nicht wirklich hell, die Dinger. Das heißt, wir machen da noch ein paar Lampen dazwischen. Zack, 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 zack. So. Ja. Steine vergessen. Die ist irgendwie falsch gesetzt. Oder? Die schwebt doch da. Was ist mit dir? Geh mal weg da. Versetzen. Und zwar hierhin. So. Jetzt ist er richtig. Wo haben wir denn jetzt? Scenery. Skull, Skull. Wo sind wir? Da. So. Okay, das sieht doch schon mal geil aus. Was haben wir denn noch? Reicht das erstmal? Wahrscheinlich reicht euch das erstmal. Ist das Rope Lift? Keine Ahnung. Aber wir könnten noch ein bisschen Nature machen. Und zwar, was passt denn so? Palmen passen natürlich, ne? Jetzt müssten wir den Untergrund noch zu Sand machen können und dann wäre es perfekt. Kann ich die auch drehen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Sehr geil. So, das sind die Palmen. Dann haben wir noch gerade wahrscheinlich. Nee. Undo. Na, was war das denn jetzt? Wann kann ich da? Ach, das ist... Ah, seht ihr? Das ist auch cool. Man kann jetzt hier keine Palme hinmachen, weil da kommt ja das Schiff. Das ist, gehört zwar nicht mehr zum, Gebiet, aber da kommt das Schiff. Man kann erst hier wieder eine Palme hinmachen. Sehr cool. Das ist natürlich mal mitgedacht. Sonst würde das ja einfach durch die Palme wedeln. Die Palme wedeln. Was ist denn hier schon wieder los, Billy? Das kann man irgendwie missverstehen, glaube ich. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ah, ihr seht, man kann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auch was machen hier mit den paar Sachen, die schon da sind. Ja, das ist natürlich jetzt Glück, dass es genau auch das Piratenthema ist, was jetzt schon so ein bisschen Scenery-Objects bereitet. Aber hier wäre jetzt zum Beispiel geil, wenn ich diesen schrumpfen könnte, den Stein so ein bisschen. Der ist halt echt arg groß. So, hier will ich jetzt so ein bisschen abgrenzen, natürlich. Hier können jetzt auch ein paar größere hin. Aber der ist ein bisschen zu mächtig. So. Wo ist der Kleine? Ja, welcher war der Kleine? Der. So. Warte mal, den noch hier so. Okay, jetzt haben wir hier noch Büsche. Können wir das auch noch so ein bisschen. Ja, sehr cool. So.
So. Ja, die beiden Büsche da, die sind aber jetzt. Die müssen wir mal wegmachen hier. Das geht ja gar nicht. So, warte mal. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten, wo die ungefähr hingeplaced werden. So. So ist besser. Okay, haben wir das, haben wir damit noch hier? Haben wir noch diese Palmen? Können ja auch noch ein paar davon dahin. Und dann haben wir hier in 0, nichts ein kleines, aber feines Pirate Paradise. So. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Was passt denn noch dahin? Na, zu pressen eher weniger. Was ist das? Bananenpalme. Banana Palma. So. Ach, die kann hier sogar hin. Da geht das Schiff drüber. Sehr gut. Okay. Zack. Zack. Und hier noch einen. Zack. Und damit hätten wir unser kleines, aber feines Piratenparadies. Immerhin, oder? Kann man machen. Hier, was haben wir denn hier für Signs? Haben wir hier zum Beispiel irgendein Piraten-Sign? Nee, ne? Not really. Was ist das? Coaster King. Captain. Was ist das? Captain irgendwas. Ah! Hier. Perfekt. Zack, hier geht's zum Captain irgendwas. Okay. Ne, hier haben wir soweit alles. Gibt's hier noch mehr? Nee, ne? Hier hätte ich natürlich auch noch bauen können. Noch eine. Sehr geil. Also das ist halt wichtig, dass man Sachen übereinander platzieren kann. Dass es auf jeden Fall möglich ist. Da ist es manchmal dafür, deswegen auch die Steuerung ein bisschen schwierig, aber wenn sie das noch hinkriegen, dann ist das perfekt so. Weil wenn man das nicht könnte, dann wäre das eine Qual. Dann wäre das echt nicht vorstellbar. Hier gibt es einen Galgen. Da kommen hier noch so ein paar Barrels mit Blumen drin. Also ihr seht, damit wird man sich freuen, wenn es dann noch wirklich viele Sachen gibt mit Mods und allem. Da wird man sich die Kacke rausbauen können. Das wird schon krass. Oh, wo ich den denn hingeplaced? Da. So, da noch was hin. Da noch was hin. Okay, das reicht jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, jetzt könnten wir mal gucken, ob wir den Shop hier mal neu bauen. Denn das gefällt mir so ganz und gar nicht. Weg damit. Und zwar kommt jetzt erstmal ein Dreierpath. Oder? Warte mal, wie mache ich das denn am besten? Es ist wirklich. Warum kann ich hier nicht? Egal, wir machen glaube ich erstmal. Ich weiß nicht, wie man damit anfängt. Fängt man mit dem Weg an oder fängt man mit der Bude an? Wenn man mit der Bude anfängt, kann es sein, dass der Weg scheiße ist, oder? Okay, machen wir gerade erstmal einen Weg. Das ist der schmalste Weg, den es gibt, ne? Warte mal, Enkel. So, machen wir erstmal den Weg. So, dann gucken wir mal gerade Buildings, Facilities. Drink Shop.
Der verbindet sich da auch direkt. Füllen wir dem Ganzen mal hier so ein bisschen um den Zahn. Ich hätte ihn halt gern mittig, das ist ungefähr so. Und dann hätte ich gerne noch einen Foodshop daneben. Ungefähr so. Und jetzt machen wir Walls und dann machen wir mal die Sandstone Wall. Seht ihr? Und jetzt haben wir nämlich das Problem mit dem Weg. Wie machen wir das denn? Warte mal, Facilities. Ach, da gibt's direkt auch Sandstone-Dinger. Wie sieht das aus mit dem Path? Kann ich nämlich hier gar nicht verbinden, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Das kann ich da. Ach, hier kann ich. Das kann ich bewegen. Okay. Trotzdem ist das hier blöd. So geht's. Sieht aber blöd aus, ne? Ha. Was mache ich denn? Müssen wir nochmal wegmachen. Ich glaube, wir müssen einzeln machen. So ist das irgendwie blöd. Oder man macht's. Warte mal, man kann es vielleicht auch. Wenn ich jetzt hier. So geht's natürlich, ne? So geht's! Das ist zwar jetzt nicht ganz gerade, aber immerhin. Schon mal ganz cool. Okay, dann haben wir das schon mal geregelt. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Na. Bauen. Kann ich die replacen? Nein. Mit den Walls ist natürlich so blöd. Haben wir denn da sowas? Ja, aber das ist natürlich auch wieder nicht. Verdammt! Man muss sich da an den Shops orientieren. Der Weg darf nicht mittig sein. Zumindest nicht am Anfang. Das bedeutet, ich mach nochmal. Ich mach das nochmal weg. Und dann mache ich. Mache ich folgendes. Die nochmal weg. So, jetzt machen wir Facilities. Gut, jetzt können wir auch die nehmen. Das ist, glaube ich, erstmal egal. Und die place ich jetzt irgendwie hier hinten hin. So. So. Und Toilets. Ja, ne, Toilets machen wir woanders hin. So. Und jetzt machen wir mal die Walls als allererstes. Vielleicht kann ich auch einfach zwei Wege machen. Warum nicht, ne? So arkadenmäßig. Ne, der war falsch. So. Drehen. So. Schauen wir mal gleich, ob das mit den Wegen geht. Aber ich bezweifle nicht, dass es geht. Ich glaube, das geht. So, was sind das denn für Wände hier? Die gehen nach innen, beziehungsweise zeigen nach... Ja, okay, die sind nicht dafür geeignet. Wobei, man kann es natürlich so machen. Why not? Machen wir es mal so. Und hier auch. So. Hier hinten machen wir normale Wände. Ah ne, warte. Da sollen ja natürlich auch noch ein kleiner Rundbogen hin. So. So. Und jetzt kommen die Wände. Okay. Hätten wir das. Jetzt gucken wir mal, wie wir das mit dem Dach bekommen. Was ist das hier? Ach, das sind so kleine... Okay. Können wir nachher hin machen. Dann machen wir hier, warte mal, Roofs. So, da haben wir hier die... Na, warum kann ich denn... Aha.
Natürlich habt ihr jetzt nicht das richtige Roof hierfür. Kann das sein? Das ist Timer abgelaufen, liebe Freunde. Die haben nicht die Roofs hier für die kleinen Ecken offenbar. Was macht man denn da? Was macht man denn da? Was macht man denn da? Da könnte man höchstens noch eine Art Balkon machen. So in etwa. Hallo? Warum gehst du da nicht hin, ne Wand? Dach. Bin ich jetzt blöde? Da muss doch dann auch... jetzt. So. Okay, da kann man natürlich jetzt gucken, dass man... hier... noch solche Dinger dran klatscht. Damit es ein bisschen nach... Pirates aussieht. Aber warte mal, die hier, kann ich die nicht wenigstens rund machen? Ja, das sieht doch wenigstens ein bisschen besser aus. So. Walls. Zack. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, fahren wir aber noch eine Runde mit unserer Victory 2. Warum auch immer Victory? Ist das hier Victory 1 oder was? Nee, das ist Magic Twirl 1. Okay. Leute, auf geht's! Unsere erste Fahrt hier. Bin gespannt. Jetzt geht's ab. Haltet euch fest. Kotztüten. Die gibt es... macht er jetzt hier verschiedene Views? Ja. Die Kotztüten liegen unterm Sitz. Auf geht das. Bügel... schließen gleich automatisch. Kann ich nicht mit der Kamera... aber irgendwie nur... warum nur... was zum Teufel? So, jetzt. Freut ihr euch, hä? Normalerweise würde ich ja ganz hinten sitzen. Es geht los. Guck mal, dieses wunderbar gethemte Piratenland hier. Freunde der Nacht. Da freust du dich, wa? Ja, mei. Perfekt. Wunderbar. Wunderbar. Noch gerade eine andere Cam. Ja. Das ist ein richtiges Schiffschaukel hier da. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und in der nächsten Folge bauen wir das Haus da fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir Achterbahnen anfangen. Ich freue mich drauf. Macht's gut, liebe Freunde. Hier bei Planet Coaster bei Bredibi. Macht's gut. Ciao.